Was für eine angenehme Stimmung an den Aktienmärkten. Wir sehen das hier beim DAX. Hier seht ihr im 4-Stunden-Chart. Ich mache es mal ein bisschen größer, dass ihr das seht. Er hat die Aufwärtsrichtung tatsächlich aufgenommen. Er hat auch unser allererstes Ziel da erreicht, was wir da eingegeben hatten, mal als so grobe Orientierung, wo so ein klassisches Mindestziel liegt. Vielleicht sogar eigentlich eher noch eine Pfeilspitze höher. Ihr seht das. Also wir hatten ja gesagt 13.650. Wäre ebenfalls noch ganz normal. Also wo wir jetzt drin sind, das wäre so die minimale Variante, die Schmalspur-Variante eines Anstiegs. Und ich sag mal, eine durchaus nicht untypische wäre jetzt ungefähr bei 13.650, immer so ein bisschen 50 plus minus oder 30, 40 plus minus. Aber dass man eine Orientierung hat, wir haben also noch ein bisschen Platz. Der Index aktuell bei 488. Da ist er gerade hingesprungen. Also beste Voraussetzung. Ganz schick wäre es, wenn es noch so ein bisschen eine Struktur hat, die man vielleicht noch so halbwegs nachvollziehen kann als fünffällig. Dann wissen wir nämlich ungefähr, wo wir sind. Dann können wir nämlich auch einschätzen, sind wir in der fünften der fünften. Das wäre dann tatsächlich ein Ende, was hier gar nicht so schlecht wäre. Wenn das nicht so deutlich ist, dann ist dann die Frage, geht es vielleicht sogar noch weiter? Denn das ist ja möglich, dass ich da oben diese Zielkiste eingezeichnet habe, ist ja nicht, da kann der Markt nicht durch. Das ist natürlich grober Unfug. Es wäre nur ein normales Ausmaß. Das heißt, ich brauche irgendwie ein anderes Argument, warum der Kurs dreht. Ich finde jetzt so ein Zwischentief nicht wirklich ausschlaggebend. Ja? Also wenn man jetzt sagt, ja, da muss der Kurs drehen, ich weiß nicht, so ein Zwischentief hier ist, glaube ich, da nicht so sehr ausschlaggebend. Also das ist jetzt nicht die Garantie, dass der Kurs das erreicht oder dass er da dreht zwangsweise, sondern das ist ein typisches Ausmaß und im Moment gibt es ja wenig Anzeichen, dass der Markt da keinen Bock dazu hat, diese Marken dann auch tatsächlich zu erreichen. Also ein deutlicher Anstieg, wir haben es mehr oder weniger so erhofft, dass der Kurs nicht mehr hier durchgeht, das hat er sich tatsächlich ja gehalten, wenn es nicht da durchgeht, dann eben der Anstieg bis da oben. Die Situation scheint ja aktuell aufzugehen. Wunderbar, also alles in bester Stimmung, die Wochenendlaune steigt. Gleichzeitig steigen auch die amerikanischen Indizes und das ist natürlich ebenfalls ein ganz guter Punkt und zwar insofern, dass wir hier ja auch so eine Art Zielzone mal reingegeben haben. Wir sehen, wir sind schon an der Oberseite in etwa von der Zielzone. Das kann durchaus leicht überschießen, aber erstmal ein gutes Zeichen, dass es überhaupt in das Überschießen kommt. Das ist ja schon mal nicht die schlechteste Nachricht, denn das bedeutet ja, dass die Marktteilnehmer nicht ganz uninteressiert sind an der Aufwärtsrichtung und das macht Mut, dass da noch deutlich mehr zu holen ist, dass der Kurs also noch mehr Schwung eben hat. Also aktuell, solange wir uns an der Oberseite hier befinden, ist das klasse. Hier hatte er den Rücksetzer noch einigermaßen normal gemacht. Hier hatten wir es gehofft, dass er dann nochmal runterkommt. Naja, wenn ich es ein bisschen früher gezeichnet hätte, hier von der Zeit her. Er hat es zumindest mal vom Niveau her gesehen, also diesen Anstieg, diesen Rücksetzer. Ist jetzt alles akademisch, ist ja eh rückwirkend, bringt uns nichts mehr, aber zeigt eben, dass auch diese Aufwärtsbewegung und diese internen Wackeleien, die wir hier haben, die ja teilweise da auch nochmal waren, hier auch teilweise dann, ich glaube, das war das hier sogar und ihr seht auch, das ist halt auch irgendwie eher dreiwellig angeordnet und dementsprechend wohl eher korrektiv und nicht die Haupttrendrichtung. Ihr seht auch der im hinteren Chart, es sieht alles noch steil nach oben aus, es gibt wenig Ambitionen für wirklich dynamisch nach unten. Also insofern, wenn er nachher nochmal sowas macht, es sieht so toll aus, alles auf die Kaufseite. Jetzt ist aber doch Wochenende. Wird das übers Wochenende halten? Ja, das weiß ich natürlich auch nicht. Es besteht die Chance, es besteht die Gefahr, dass manch einer sagt, oh, was für eine geile Woche, da gehe ich doch lieber mal raus und nehme die Gewinne mit. Die gute Hoffnung ist, dadurch, dass wir hier ja jetzt schon mehr und mehr überschießen, ihr seht die 100%-Marke, die haben wir schon deutlich überschritten, den Trendkanal haben wir schon deutlich überschritten, also eigentlich kann man sagen, wir sind da schon aus dem Gröbsten raus. Also bester Stimmung. Muss man da wirklich vor dem Wochenende nochmal schließen? Ich kann mir vorstellen, dass viele diese Frage sich stellen. Ich glaube fast, naja gut, was ich glaube, spielt nicht die große Rolle, aber ich sehe zumindest eine Chance dafür, dass einige sagen, das mit der Gewinnmitnahme spare ich mir. Ich bin so begeistert, dass der Kurs jetzt wieder läuft. Und wir haben es ja gestern gesehen, auch mit den schlechten Zahlen, was die Wachstumszahlen angeht, hat den Markt nicht interessiert. Das ist doch eine Stärke.
Das ist so eine klasse Aussage. Wenn der Markt eigentlich doofe Signale liefert und die Marktteilnehmer sagen, ihr könnt uns mal alle, das interessiert uns gar nicht. Sehr gute Voraussetzung. Also für uns als Intraday-Händler vielleicht interessant, hier mal als Rücksetzer irgendwas Wackeliges zu bekommen. Also, dass wir die starke Aufwärtsseite, jawohl, die haben wir im 5-Minuten-Chart, dass wir mal eine wackelige Gegenseite bekommen. Yep, so ähnlich wie hier, starke Aufwärts, wackelige Abwärts, Fortsetzung vorläufig. Ja, also sowas in der Richtung. Das ist dann keine Garantie, dass das ewig läuft. Aber nachdem wir jetzt hier schon überschossen haben, das heißt, Marktteilnehmer hier eigentlich eine realistische Chance haben, eine gute Begründung zu haben, nee, lass uns mal drehen, lass uns mal wieder auf Short gehen. Der Grund war hier, also charttechnisch, aber die Marktteilnehmer haben es nicht genutzt. Warum sollten sie jetzt hier im Blauen sozusagen drehen? Also da finde ich es durchaus adäquat, dass man sagt, okay, unter Umständen nehme ich nicht Gewinne mit bei der 1:1 Projektion, ziehe einfach den Stop dann auf dem Einstieg nach und sage mir dann, naja, ist mir egal, dann verliere ich halt nicht groß was, wenn ich Pech habe, habe ich halt auch nichts gewonnen. Aber wenn er halt noch weiter läuft, ist halt auch nicht schlecht. Trotzdem vielleicht zusätzliche Risiken vermeiden, übers Wochenende schließen, ist zumindest gerne meine Devise, insbesondere bei den Intraday-Trades, da wäre ich dann also sehr schmallippig. Natürlich gibt es genügend Trades auf Tagesebene oder im Vielstunden-Chart, die man dann auch übers Wochenende laufen lassen kann. Das ist dann schon in Ordnung. Aber das müsst ihr dann mal überlegen, was für euch da die richtige Strategie ist. Die Anzeichen allerdings, ihr seht das, auch der Nasdaq, der ja so ein bisschen kritisch war, weil der Verlauf nicht so schön war. Auch hier, also so richtig glücklich bin ich mit dem Verlauf auch noch nicht. Hier Rücksetzer, da wieder Überschneidung. Aber er geht nach oben hier raus. Das sind alles eher positive Zeichen. Also ich vermag jetzt ungerne was Negatives zu sagen. Ihr wisst, ich bin der etwas Vorsichtige. Ich sage mir, dann zieht halt einen Stop hinterher. Was soll denn dann passieren? Im schlimmsten Fall verpasst ihr halt noch mehr Gewinn. Ja, ich sag mal, das ist ein Luxusproblem. Es kann natürlich sein, dass er dreht, das müssen wir immer mit einkalkulieren, also auch wenn ich jetzt begeistert bin von den guten Willen, den die Marktteilnehmer hier im Moment zeigen, das ist doch eine gute Information, seid vorsichtig, hier beim Nasdaq haben wir zumindest nochmal hier so ein kleines Zwischenhoch, was vielleicht jetzt für einen Dreh nochmal gut ist, vielleicht hätten wir hier sogar, naja, guckt mal hier, ebenfalls nochmal einen Widerstand, also beim Nasdaq sehe ich am ehesten die Chance, dass das jetzt hier, naja, nochmal herausgefordert wird im Sinne von, wollen wir wirklich oder nicht? Aber umso mehr ist es relevant, wenn der Markt da auch noch durchgeht, dass die Marktteilnehmer wirklich Bock haben. Also ich sag mal so, im Kürzerfristigen für die Intraday-Freunde unter euch, das sieht super aus. Was ich doof fände, wäre, wenn er jetzt sowas macht. Starke Abwärtsbewegung. Und dann, ganz wichtig, wackelig nach oben. Das ist kein gutes Zeichen, das würde nämlich eher bedeuten, dass wenn wir sowas triggern, es nochmal nach unten geht und das an so einer Widerstandsmarke, das ist dann immer so ein Punkt, wo ich so, ich hatte eigentlich andere Pläne. Aber ihr seht schon, auch hier in der Abwärtsbewegung von dem Hoch, hier auch wackelig hoch, hier nochmal nach unten, der ist wiederum höher als das, also eigentlich ist auch hier die Abwärtsbewegung überschneidend. Im Moment spricht wahnsinnig viel dafür, dass die Marktteilnehmer einfach Bock haben für mehr. Also aus meiner Sicht ist es durchaus absolut akzeptabel, die Long-Seite auszuprobieren. Selbst hier noch an der Widerstandsmarke, denkt allerdings an die Möglichkeit, den Stop zügig, wenn ihr euer Einstiegsniveau verlassen habt, ungefähr auf den Einstieg nachzuziehen. Das muss jetzt nicht exakt sein. Ich finde das immer witzig, wenn die Leute sagen, ich ziehe es dann 1 Euro höher, dann habe ich wenigstens ein Plus. Also wenn ich 100 riskiere, nur mal als Beispiel, 100 riskiere, ob ich dann 1 Euro minus mache oder 1 Euro plus mache, da kann ich mir in beiden Fällen jetzt nicht sagen, guck mal, aber war ein grüner Trade, war positiv. Nee, war es nicht. Es war beides mal ein Nuller, sind wir doch mal ganz ehrlich. Ich weiß, viele wünschen sich dann, ja, aber positiv, das ist mir dann eher angenehmer. Naja, aber dann müsst ihr euch überlegen, ob Traden der richtige Beruf ist für euch oder das richtige Hobby. Ihr solltet den Stop dahin legen, wo er sinnvoll ist. Und das sind eben typische Chartmarken, die ich auch immer wieder zeige. Also beispielsweise, wenn ihr jetzt hier so eine Geschichte habt und er jetzt das macht und ihr habt am Anfang den Stop hier, wäre die nächste Chartmarke hier, von mir aus auch die 78er und so weiter. Ihr könnt dann auch hier, wenn der Anstieg dann entsprechend kommt und ihr sagt dann, hier ist doch mein Ziel,
dann könnt ihr natürlich auch auf dieses Niveau nachziehen. Ich würde sogar fast sagen, im Zweifelsfall knapp drunter, damit ihr nochmal Überlappungsszenarien habt. Das hängt ja auch ein bisschen davon ab, ob dieser Anstieg überschneidend ist oder eben nicht. Wer sich jetzt gewünscht hätte, Mensch, warum hast du das nicht groß gemacht? Ich meine, ich kann das groß machen, aber die exakten Werte weiß ich ja noch nicht. Wenn der jetzt doch noch weiter steigt und hier erst seine Korrektur macht, dann ist das halt mein Einstieg. Also entscheidend ist nicht irgendein Niveau, sondern entscheidend ist dieses letzte Zwischenhoch. Und wenn es gar nicht so aussieht, sondern wenn es jetzt doch so aussieht, A, B, C, das letzte Zwischenhoch, das ist meine Entscheidungsmarke. Ganz egal, auf welchem Niveau die hier sind, das interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das ist mein Trigger für die Long-Seite. Fällt er weiter, bin ich nicht long. Ja, ist okay so. Macht er erstmal das und fällt dann weiter, ich bin auch nicht long. Ist ja auch okay so. Nur wenn er da durchgeht, dann bin ich long, weil ich dann sage, ja, fallende Hochs, fallende Tiefs haben wir nicht mehr. Beste Voraussetzung für Fortsetzung der starken Richtung. Also ihr seht, es ist das alte Spiel, was ich ja immer wieder mit euch hier angucke. So, in dem Sinne, beste Nachrichten eigentlich. Seid nicht übermütig trotz der Situation. Es gibt eine Widerstandssituation beim Nasdaq beispielsweise. Also ihr müsst damit rechnen, dass der eine oder andere dann doch sagt, ich gehe lieber raus. Das gibt dann vielleicht ein bisschen Verkaufsdruck. Insgesamt allerdings finde ich, dass die Lage nicht ganz schlecht aussieht. Und es gibt eigentlich jetzt für mich keinen Druck, massiv auf die Short-Seiten zu gehen oder sonst irgendwas. Das zeichnet sich hier noch nicht ab. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, dass ihr es bei bester Laune, bester Gesundheit genießen könnt. Idealerweise beim Zählen eurer Gewinne. Und wenn nicht heute, dann hoffentlich in der nächsten Woche. In diesem Sinne euch alles Gute und ganz liebe Grüße.